Jo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. 4 Spieltage ist die aktuelle Bundesliga-Saison jetzt alt und langsam aber sicher gibt es so ein paar Tendenzen, wie sich Spieler und Teams entwickeln. Und ich habe jetzt 6 Spieler mit dabei, die meiner Meinung nach klare Gewinner der aktuellen Saison sind. Viel Spaß dabei. Die 6 Spieler, die wir uns gleich anschauen werden, habe ich nochmal unterteilt in Stürmer, Mittelfeldspieler und Verteidiger, also jeweils 2. Und ganz wichtig, bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, die Spieler, die ich euch jetzt zeige, sind keine klare Kaufempfehlung. Logischerweise sind das die Überraschungen oder die stärksten Spieler der aktuellen 4 Spieltage und haben dementsprechend auch super gut performt und sind dadurch natürlich auch im Preis extrem gestiegen. Hier ein Beispiel im Hintergrund, das ist der erste Spieler, den ich euch zeige, ist Jonas Wind und ihr seht schon im Preisgraph eine deutliche Tendenz nach oben, was auch logisch ist. Wie gesagt, das heißt nicht, dass ihr den Spieler kaufen müsst oder braucht. Ich will euch nur meine ehrliche Einschätzung geben und das sind jetzt auch Spieler, wovon ich ausgehe, dass sie diese Saison wirklich sehr gut spielen werden. Ob sie jetzt wirklich das komplette Level der ersten 4 Spieltage halten, das ist natürlich immer super schwer einzuschätzen und je nachdem, wie sich die Saison entwickelt, kann es natürlich immer noch ein Schnapper sein, wenn man jetzt kauft. Aber aktuell sind die Karten natürlich alle sehr teuer, weil sie im Hype sind. Wie gesagt, der erste Spieler, den ich da mitbringe, ist Jonas Wind vom VfL Wolfsburg. Wolfsburg super gut in die Saison gestartet und Jonas Wind natürlich einen entscheidenden Anteil daran gehabt. Ihr seht schon hier in den Scores, er hat eigentlich jedes Spiel getroffen, seitdem die Bundesliga wieder gestartet ist, bis auf gegen Hoffenheim. Da hat er aber einen Assist gespielt. Das heißt, der Spieler ist super wichtig für Wolfsburg. Auch im echten Fußball, sage ich mal, spiegelt sich das Ganze ein bisschen besser wieder als jetzt in The Rare. Denn in The Rare fällt euch auf, natürlich hat er die türkisen Scores und auch die grünen Scores, also 60 plus. Ist ja auch logisch, wenn er ein Tor schießt oder auch 2 Tore. Aber was halt bei ihm stark auffällt, der All-Around-Score, der ist einfach nicht ganz so da. Das heißt, das ist so ein Spieler, der extrem auf seine Tore angewiesen ist. Ich gehe davon aus, dass er jetzt in der kommenden Saison wirklich relativ viele Tore schießen wird. Jetzt in der nächsten Zeit kommen natürlich 3 starke Gegner auf Wolfsburg zu mit Dortmund, Frankfurt und Stuttgart. Nichtsdestotrotz denke ich trotzdem, dass der Spieler da mindestens ein Tor schießen wird. Ich würde sogar sagen, er wird in 2 von 3 Spielen vermutlich treffen, weil er ist im Moment ganz klar der Zielspieler von Wolfsburg. Ich habe den ja vor ein paar Videos mal genauer ins Detail gebracht, in Cap 220 damals noch. Mittlerweile ist er natürlich gar nichts mehr für Cap 220, weil er viel zu teuer geworden ist, was die Punkte hier angeht. Aber generell ist es für mich der ganz klare erste Gewinner im Sturm. Der zweite Stürmer, den ich mitgebracht habe, ist dann Guirassy von Stuttgart. Stuttgart für mich aktuell mit Abstand die krasseste Überraschungsmannschaft, vor allem was da offensiv geht. Damit hätte ich nie gerechnet. Dass Stuttgart nicht immer so ein Abstiegskandidat ist, wie es die letzten Jahre war, war mir fast klar, weil der Kader einfach mehr hergibt, als immer um den 16., 17. Platz rumzukrebsen. Was aktuell der Fall ist, dass sie so gut spielen, hätte ich trotzdem nicht gedacht und ich glaube auch nicht, dass das über die ganze Saison hinweg gehalten werden kann. Aber wo ich mir sicher bin, Guirassy, der ja auch momentan die Torjägerkanone anführt, mit 8 Toren, der wird seine Tore weiterhin machen. Klar, er wird nicht in jedem Spiel 3 Tore machen oder auch einen Doppelpack schüren. Er wird auch nicht in jedem Spiel konstant treffen. Aber was sich ja schon gegen Ende der letzten Saison abgezeichnet hat, man sieht es hier, als er von seiner Verletzung zurückgekommen ist, er hat Stuttgart quasi alleine gehalten in der Klasse. Und deswegen bin ich mir da schon ziemlich sicher, dass er wirklich gute Scores halten kann. Und man sieht auch im Vergleich zu Wind ist sein All-Around-Score auch ein Ticken besser. Er ist nicht überragend, aber so 10 bis 11 Punkte im Schnitt sind es hier 7,1 Punkte, ist dann im Vergleich zu Wind nochmal deutlich besser und auch er ist, wie gesagt, der absolute Zielspieler bei Stuttgart. Über ihn läuft eigentlich alles in der Offensive. Er wird immer wieder gesucht über Flanken oder auch über Steckpässe und er kommt auch immer wieder frei zum Schuss. Noch dazu schießt er die Elfmeter, was will man mehr. Das ist wirklich ein krasser Stürmer, ist natürlich aber auch sehr pricey, aber für mich ganz klar der zweite Gewinner im Sturm. Dann kommen wir auch schon zum ersten Mittelfeldspieler und das ist Granit Xhaka. Viele haben Bayer Leverkusen wirklich als Meisterkandidat gehandelt vor der Saison. Ich selber habe auch gedacht, dass sie einen guten Fußball spielen werden, aber habe eigentlich gedacht, sie sind noch nicht reif, um jetzt wirklich im Titelrennen mitzumischen. Aber ich finde, in den ersten 4 Spieltagen haben sie mich jetzt absolut vom Gegenteil überzeugt. Gerade jetzt auch dieses Wochenende, das Spiel gegen Bayern. Sie haben wirklich super gut mitgehalten. Es war am Ende dann ein relativ glückliches Unentschieden durch den Elfmeter, aber man muss ja auch sagen, durch den Pfostenschuss von Wirtz und andere Chancen geht es 2-2 eigentlich absolut in Ordnung. Und ich finde, Xhaka kann man im Mittelfeld einfach extrem herausheben. Man sieht es in seinen Averages, er ist super stark unterwegs momentan. Natürlich sind da auch viele hier Schweizer Nationalmannschaftsspiele mit dabei, gegen jetzt zum Beispiel Andorra, was natürlich so ein bisschen die Scores
verfälscht, aber für mich ist es ein super interessanter Spieler. Und da Bayer Leverkusen aktuell wirklich extrem dominant im Spiel nach vorne ist, er immer wieder im Gegenpressing Interceptions fährt, sehr passsicher ist, sehr schusssteig noch dazu ist und auch immer wieder bei Standards gefährlich werden kann mit dem Kopf oder generell, je nachdem, manchmal darf er ja auch Freistöße schießen, ist er für mich ein super interessanter Spieler. Und im Vergleich jetzt zu einem Joshua Kimmich, der ja ähnliche Anlagen hat wie er, würde ich sagen, ist er im Preis sogar noch einigermaßen in Ordnung. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er diese Saison, wenn Bayer Leverkusen weiter so dominant spielt, tatsächlich diese Scores hier halten könnte und dann eben zu so einem kleinen Kimmich Junior, sage ich einfach mal, werden kann. Und ich finde, da sind die Preise in Limited und Rare tatsächlich aktuell noch relativ human. Natürlich auch bei ihm trotzdem ein Preisanstieg erkennbar. Da muss man immer wieder abwägen. Aber das ist der Spieler von den drei, die ich bisher vorgestellt habe, wo ich momentan zum momentanen Zeitpunkt am ehesten kaufen würde. Und er ist, wie gesagt, ganz klar die Nummer 1 im Mittelfeld, der Gewinner der Bundesliga. Den nächsten Spieler, den ich mit dabei habe im Mittelfeld, ist Xavi Simmons von RB Leipzig. Als er zu Leipzig gewechselt ist, war ich persönlich selber so ein bisschen skeptisch, weil er davor ja nur bei PSV Eindhoven wirklich gut gescored hat. Bei Paris konnte er sich nicht durchsetzen und davor war er eigentlich immer nur in der Jugend. Und deswegen war ich einfach so ein bisschen zurückhaltend, weil man kennt es zum Beispiel von Cody Gakpo oder ganz vielen anderen Spielern, die in der Eredivisie gespielt haben, in Sorare super gut gescored haben und auch im echten Fußball extrem viele Tore und Vorlagen gemacht haben. Aber wenn sie dann in eine der großen Ligen, wie jetzt Bundesliga, Premier League und so weiter gewechselt sind, ist der große Einbruch gekommen. Ich habe zwar schon gedacht, dass Xavi Simmons vielleicht ganz gut scoren könnte, aber dass er jetzt so loslegt, wie er das eben getan hat in den ersten paar Bundesligaspielen, ist für mich absoluter Wahnsinn, wie der spielt, wie der harmoniert mit Olmo, mit Šeško und auch den anderen Spielern von Leipzig. Ich finde, Leipzig gehört auch zu dem erweiterten Favoritenkreis für die Meisterschaft. Sie haben jetzt natürlich schon eine Niederlage gegen Leverkusen erlitten, aber alles andere konnte man gewinnen. Und ich finde tatsächlich, ist das ein super interessanter Spieler, der natürlich auch relativ teuer ist. Und was man bei ihm ganz klar sagen muss, falls jetzt einer von euch überlegt, ihn zu kaufen, er ist nur ausgeliehen von PSG. Man weiß nicht, wie es nächste Saison mit ihm weitergeht. Wenn er zurück zu Paris geht, weiß ich nicht, ob er da direkt Stamm spielt. Und selbst wenn das der Fall ist, bei Paris ist alles so unruhig, man weiß gar nicht, wer da überhaupt spielt. Deswegen ist das für mich ein gefährlicher Spieler, um zu kaufen. Aber trotzdem ein ganz klarer Gewinner der aktuellen Bundesliga-Saison. Und dann sind wir schon in der Defensive angekommen. Ich habe mich für Edmund Tabsoba entschieden. Tatsächlich hätte man hier jetzt aber eigentlich jeden der drei Innenverteidiger von Leverkusen nehmen können. Alle drei sind extrem gut in die Saison gestartet und alle drei haben mich wirklich von Grund auf überzeugt. Ich finde, alle drei haben nochmal einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht, vor allem auch Tah. Bei Tah hat man ja eigentlich gedacht, der wird verdrängt, der darf nicht mehr spielen und wollte ja auch unbedingt in die Premier League, ist dann doch da geblieben und hat direkt eine Leistungssteigerung vom Feinsten hingelegt, auch in der Nationalmannschaft ganz gut gespielt. Ich habe mich aber tatsächlich für Tabsoba und nicht für Tah entschieden, weil er meiner Meinung nach ein bisschen schneller ist und gerade was das Aufbauspiel angeht, hat er mich in den letzten Spielen extrem überzeugt, auch gegen Bayern hier 66 Punkte gemacht, obwohl er hier eine gelbe Karte bekommen hat und generell für mich ein richtig, richtig stabiler Innenverteidiger gewesen, gerade auch gegen Gladbach fand ich es extrem krass, wie er den Ball immer noch nach vorne getragen hat, die Interceptions waren echt krass und auch extrem zweikampfstark, zumal er dann ja, denke ich, auch noch über die Saison hinweg wahrscheinlich das ein oder andere Kopfballtor macht mit den Standardschützen, die Leverkusen da einfach hat, dürfte das ziemlich sicher sein, dass er da auch das ein oder andere Kopfballtor machen könnte und hier könnte ich mir wirklich vorstellen, dass er zu einem der elitären Bundesliga-Verteidiger aufsteigen könnte. Gerade was Soraya auch angeht, liegt das natürlich extrem gut in der Scoring-Matrix, so ein Spiel wie Leverkusen spielt. Die pressen extrem hoch, dadurch sind eben die zentralen Mittelfeldspieler und auch die drei Innenverteidiger sehr oft ganz nah an den Gegenspielern und können dadurch halt super gut Interceptions fahren und haben generell extrem viele Aufbaupässe, wodurch dann natürlich nochmal der ganze Average nach oben gedrückt wird. Und der letzte Spieler, den ich mitgebracht habe, ist dann Ozan Kabak. Das dürfte auch der einzige Spieler sein, über den man so ein bisschen diskutieren könnte, wenn man ihn mit zu den ganz klaren Gewinner der ersten vier Spieltage nehmen will. Das liegt auch einfach daran, dass er nicht jedes Spiel gespielt hat, weil er einmal krank war und einmal muskulär verletzt war. Dadurch konnte er nur 3 Spiele von 4 Spielen mitmachen. Ich persönlich bin aber extrem überrascht von ihm, denn letzte Saison hat er einfach nicht so gut performt. Da war Hoffenheim ja generell sehr schlecht. Momentan
haben sie ja einen ganz guten Lauf, haben 3 der 4 Spiele gewinnen können, sind deswegen ganz oben mit dabei. Das wird, denke ich, sicherlich nicht so bleiben. Aber Kabak an sich extrem, extrem zweikampfstark und gerade auch gegen Freiburg war die Abwehr von Hoffenheim eigentlich relativ schlecht und er war eigentlich so der einzige Lichtblick in dieser Verteidigung. Und auch gegen Heidenheim hat er eigentlich ganz gut gespielt, bis er dann ausgewechselt worden ist und jetzt auch im letzten Spiel gegen Köln. Das widerspiegelt ja auch die Scoring-Anzahl, die er hat. Obwohl sie ein Gegentor gefangen haben, hat er trotzdem 60 Punkte gemacht. Er ist wirklich momentan der beste Innenverteidiger bei Hoffenheim. Hätte ich niemals gerechnet vor der Saison. Ich habe ihn ja tatsächlich auch in meinem Rare-Team, weil ich ja mit Baumann als Innenverteidiger spiele, als Torhüter spiele. In Threshold habe ich dazu noch Kabak und Vogt. Und ich hätte nie gedacht, dass Kabak jetzt so der Go-To-Verteidiger bei mir wird. Aber er hat mich wirklich bisher extrem überzeugt. Und ich bin auch super gespannt, ob er das auch noch weiter in die Saison halten kann. Aber momentan bin ich echt super zufrieden mit ihm. Damit sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Wie immer, wenn dir das Video weitergeholfen hat oder du es interessant gefunden hast, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Das würde mir und dem Kanal extrem weiterhelfen. Und ich verlinke dir hier noch mein letztes Video. Da geht es um den FCK Threshold bzw. um das Threshold-Experiment. Würde mich super freuen, wenn du das Video auch noch abcheckst, denn da geht es um eine Umfrage. Und ich verlinke es dir hier. Wir sehen uns bestimmt gleich wieder. Ciao, ciao.